Hallo Leute, das Wacken Worldwide ist ja das größte virtuelle Festival aller Zeiten. Und hier wird wirklich ein wahnsinniger technischer Aufriss betrieben. Ich stehe direkt vor unserer XR Mixed Reality Stage. Und damit ihr mal einen kleinen Einblick bekommt, wie das alles hier funktioniert, habe ich den Mann, der für alle Effekte und Designs zuständig ist. So Bertil, erzähl doch mal, was genau ist deine Funktion hier? Worum musst du dich alles kümmern? Ich bin Showdesigner, in dem Fall auch Lichtdesigner. Wir sind hier zu zweit. Wir haben sowohl das reale Licht und auch das virtuelle Set designt mit den ganzen Programmieren, den anderen Jungs und Creative Content Designern. Und unser Lichtpult ist in dem Fall wirklich so eine Masterstation, Kontrollpult geworden. Und wir machen quasi nicht nur das normale Licht, was dann auf der Bühne passiert, sondern wir können dann wirklich auch in der virtuellen Welt die ganzen Scheinwerfer stellen. Und dann haben wir aber auch noch die ganzen Special Effects dahinter, ne? Eine Soundanbindung. Wir geben noch ein paar Hintergründe für die Kameras da. Also hier ist jetzt wirklich so das große der Captain-Platz entstanden. Da braucht man auf jeden Fall den Durchblick, um das alles steuern zu können. Du hast ja super viel Erfahrung. Du machst es ja aber eigentlich normalerweise für echte Bühnen. Inwiefern unterscheidet sich denn so ein Bühnen-Set-Design auf der XR Mixed Reality Stage zu einer richtigen Bühne? Also natürlich vom Aussehen, von der Grafik ist es ein großer Unterschied, aber ein Teil unseres Jobs ist, dass wir immer mit Innovationen arbeiten und probieren, die auch zu integrieren in unseren Shows. Das heißt, das ist ein ganz natürlicher Prozess eigentlich, dass wir dann auch gefragt worden sind, dass wir mitmachen, weil wir probieren bei jeder Tour immer neue Elemente zu integrieren und in unseren Möglichkeiten die Limits neu zu definieren. Wir sind quasi genau diese Brücke, die diese XR-Stage zum Leben erweckt, ne? Mit unseren ganzen Reglern und Knöpfen und die Interaktion. Das ist ja das, was dann im besten Falle am Schluss mit dem Sound und den ganzen anderen Kameraleuten, dem genialen Regisseur, ein emotionales Ganzes uns beschert und auf einmal die Leute wirklich ein schönes Live-Erlebnis wieder vor dem Bildschirm erleben. Das ist ja wirklich noch nie gemacht worden. Das heißt, wir sind hier wirklich so von Tag zu Tag, entdecken wir neue Dinge, neue Möglichkeiten, kleine Verbesserungen. Also hier hört keiner auf, kreativ zu sein. Hier ist wirklich so, jeder will das Beste geben bis zum Schluss. Es passieren auch, also Anführungszeichen, kleine Fehler oder es geht auch mal was kaputt in der realen Welt, auch in der virtuellen Welt. Und dass wir dann darauf reagieren können, weil wir sind ja live. Ne? Da muss man einfach gucken und dabei sein. Ne? Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sieht mega aus, was ihr hier macht. Das ist schön. An das ganze Team, großartig. Große Teamarbeit, darf man nicht vergessen. Wahnsinn, was hier für ein Aufriss betrieben wird und wie viel da eigentlich hintersteckt. Sehr beeindruckend, Bertil immer noch komplett die Ruhe selbst, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Roger, 1202, we copy it. 700 feet, 21 down, 33 degrees.